Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, Astrologe und mediale Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du dabei bist. Wir werden heute das Thema Loslassen behandeln und schauen, dass man eben aus alten Emotionen, alten wiederholenden Mustern aussteigen kann. Das Problem mit dem Loslassen ist ja einfach, dass viele Leute zwar das Gefühl haben, also die spüren, wo drückt denn der Schuh? Und ich möchte dieses Gefühl loslassen, aber und sich da dann immer wieder verwickeln, weil das Gefühl immer wieder aufgerollt wird. Man steigt immer wieder in dieselbe Emotion rein und das wiederholt sich dann immer. Und das ist oft eine Schwierigkeit. Das heißt, man sollte schauen, wie findet man einen Weg, weiterzugehen. Es ist gar nicht so ein Loslassen, sondern man geht weiter, man gewinnt Abstand und dadurch lösen sich dann Dinge leichter aus dem Energiefeld raus. Und wir alle werden beeindruckt, natürlich auch aus der Kindheit raus. Also das ist ja auch das, eigentlich ist es ja die Aufgabe unserer Eltern, uns zu beeindrucken, nicht immer positiv, einfach, dass wir halt erwachsen werden. Ja. Und jetzt schauen wir mal, dass wir so wirklich in der Erwachsenenenergie etwas auflösen, uns Dinge erlösen und selber vielleicht auch vergeben, uns weiter bewegen aus dem aktuellen Standpunkt, wo wir sind, so energetisch, wo wir vielleicht noch verwickelt sind, uns entwickeln und ja, und einfach mal schauen, dass sie mir nach der ganzen Geschichte leichter sind. Okay, dann legen wir mal los. Zuallererst atmest du mal tief ein und wieder aus und schließ mal deine Augen. Atme ruhig weiter und entspann dich mehr und mehr. Und während du diese Reise, diese Meditation startest, spürst du, dass es Zeit ist, diesen Weg leichter zu gehen, ohne inneren oder äußeren Ballast. Es ist wie wenn du auf eine Reise gehst, wo du nur das Notwendigste einpackst, damit du leicht und flexibel an deinem Reiseort, an deinem Ankunftsort, an deinem Ziel dich bewegen kannst. Und während du jetzt überlegst, was du vielleicht benötigst, spürst du in dir ein leichtes Kribbeln, eine leichte Aufbruchsstimmung, eine leichte Aufregung vielleicht. Und diese Energie, diese Bewegung kommt von deinem Unterbewusstsein, kommt von deinem inneren Kind. Und dieses innere Kind ist aufgeregt und freut sich drauf, neue Dinge kennenzulernen, neue Horizonte zu entdecken. Und du spürst eine Leichtigkeit und eine Abenteuerlust, die dich deine Erwachsenenvernunft etwas vergessen lässt, deine Planerin, deinen Planer, deine innere Kontrolleurin. Und du spürst, dass diese Energie, diese nach vorwärts gerichtete Energie, diese inspirierende Energie, diese leichte Energie, diese Vorfreude
durch dich hindurchfließt. Erlaube nun diese Freude aus deiner Bauchgegend heraus zu aktivieren. Und spüre, wie du immer mehr und mehr, immer leichter wirst, wie sich diese Vorfreude-Energie, dieses Kribbeln, dieses Hellorange immer mehr in dir ausbreitet. Und du merkst, dass du leichter wirst, du spürst, dass du inspirierter wirst. Und du spürst auch, dass Verspannungen und Vorsorgen einfach von dir abfallen. Und dass die Welt um dich herum größer wird. Der Horizont öffnet sich. Und du hast das Gefühl, nach vorne zu fließen. Und das geht ganz von selbst. Du hast dich einfach in Bewegung gesetzt. In deinem tiefsten, innersten Vertrauen. In deiner tiefsten, innersten Unbeschwertheit. Du bewegst dich. Und in dieser Bewegung aktivieren sich deine Chakren, deine Energiezentren. Das Wurzelchakra, das Nabelchakra, der Solarplexus, dein Herz, Hals, drittes Auge und natürlich Kronenchakra sowie alle Nebenchakren. Du spürst in deinem ganzen Körper Bewegung. Und du spürst, dass nun alte Erschöpfungen, alte Anspannungen abgelöst werden können. Alte Beklemmungen, alte Reduktionen, Dinge, in denen du festgesteckt bist oder Dinge, die du festgehalten hast, bleiben hinter dir zurück. Du bist unbeschwert wie ein Kind. Du bist auf der Reise. Und du spürst, dass keine Vorsorgen nötig sind. Du spürst ein unendliches Vertrauen in dir. Eine tiefe Dankbarkeit. Und du erlaubst dir jetzt, diese Bewegung, diese Reise fortzusetzen. Und du spürst, dass du noch keinen Gedanken daran verloren hast, wo es überhaupt hingeht. Du hast einfach nur eine tiefe Freude daran zu reisen. Und diese Leichtigkeit und Freude lässt dich alten Stress loslassen,
Diese Leichtigkeit und Freude lässt dich alte Ängste vergessen. Diese Leichtigkeit und Freude bringt auch alle deine Organe, deine Körperteile in eine heilende, regenerative Schwingung. Alter Stress wird abgegeben. Und alle deine Organe entspannen sich. Und du merkst jetzt auch, dass es an der Zeit ist, Enttäuschungen loszulassen. Dinge, wo du dich getäuscht hast, wo du traurig darüber warst, dass deine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Und dieser große Enttäuschungsbereich darf nun auch bearbeitet werden und so weit hinter dir gelassen werden und so weit darf da auch Heilung einfließen, wie du es jetzt möchtest. Du entschließt dich also, Enttäuschungsenergie hinter dir zu lassen. Und das ist eine mutige Entscheidung. Und wenn du Mut brauchst, Enttäuschungen hinter dir zu lassen, dann bekommst du diesen Mut. Denn manchmal gehört es auch dazu, zu diesen Enttäuschungen auch innere Regeln loszulassen, das Festhalten an Werten, die vielleicht überholt sind oder Werte, die dir mehr schaden, als dass sie dir helfen. Und vielleicht sind das Werte, die du schon ganz lange trägst. Vielleicht sind das auch Werte, die du noch nie hinterfragt hast. Aber jetzt ist es an der Zeit, diese Werte zu lösen. Um zu transformieren. Und dadurch spürst du, dass eine tiefe, intuitive Weisheit in dir erwacht. Und diese intuitive Weisheit kommt jetzt nicht aus der Verstandesebene. Diese intuitive Weisheit kommt aus deinem Bauchraum, aus deinem Nabelchakra, Wurzelchakra. Und das ist quasi deine unverletzte
Wahrnehmung und die erste Ichheit, die du entwickelt hast, das erste Selbstbildnis von dir, dieses Ich bin. Ich bin hier, ich habe einen Körper. Und in dieser unverletzten, unverfälschten Energie tauchst du nun ein. Und es ist ein weißes, reinigendes Licht. Und es ist dieses Dasein, in dem du spürst, du warst schon immer hier und du wirst auch immer hier sein. Aber ganz viele Kleinigkeiten, Verwicklungen, Ärgernisse und Verstrickungen werden es nicht mehr. Und in diesem Augenblick spürst du das Loslassen und die Reinigung. Und du spürst, dass du dich aus alten Krusten, aus alten Schalen, aus alten Kokons löst. Dass eine Häutung stattfindet. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und lässt diese Energie jetzt mal durchlaufen. Und erlaubst, dass diese Transformation sich in jeder Faser deines Bewusstseins festsetzt, in jeder Faser deines Bewusstseins aktiviert wird. Und dass alles, was sich in deinem Körper festsetzt oder was festgehalten wurde, jetzt abgestreift wird. Und eine tiefe Reinigung findet statt und mit dieser Reinigung ein tiefes, tiefes Loslassen. Du spürst, dass deine Lebensenergie fließt. Du spürst, dass du Abstand gewonnen hast von all dem, was zu Beginn deiner Reise noch präsent gewesen ist. Und du spürst, dass du frei bist. Und dass du auch die erwachsene Reife hast, diese Freiheit intelligent, kreativ und kraftvoll zu nutzen.
Atme mal tief ein und wieder aus. Und spüre, dass du frei bist. Spüre, dass du klar bist und spüre, dass du unendlich bist. Und in diesem Augenblick bist du unendliche Freiheit. Und es ist allein deine Entscheidung, in dieser Freiheit zu leben und da zu sein. Und spür jetzt mal, dass dein Unterbewusstsein und dein Wurzelchakra ganz klar sich für diese Freiheit entscheiden. Ja, ich entscheide mich für Freiheit. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir dann, in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Aber nimm diese Freiheit ganz bewusst mit. Und bedank dich bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern, die dich auf dieser Reise unterstützt haben. Lass diese Energie weiter durchfließen. Lass sie nochmal bewusst in jede Zelle eindringen, in jede Muskelfaser eindringen. Lass nochmal ganz bewusst alte Anspannungen, alte, schädliche Energien los. Und du kommst jetzt in einem ganz neuen Licht ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spürst, dass du frei geworden bist, dass du losgelassen hast. Und erlaubst dir jetzt, dein Leben in dieser neuen Qualität zu erleben. Öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch. Und fühl nochmal nach. Du kannst diese Reise natürlich wiederholen und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen und ich wünsche dir eine gute Zeit.